Provokante Frage. Was hast du in Thailand gemacht? Oha. Ja, traurige Geschichte. Was hältst du aktuell von der politischen Lage? Die Entwicklung ist dramatisch. Heute feiern die nicht mehr zusammen ihren großen vaterländischen Sieg, sondern seit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland getrennt. Und die deutsche Polizei muss hier aufpassen, dass sie sich nicht hier am 9. Mai jedes Jahr die Köpfe einschlagen. Ich habe jahrelang im Bundestag gearbeitet und man kennt halt einfach die Zusammenhänge. Ja, ich glaube, wenn man jung ist und noch die Kraft hat für eine große Stadt, dann ist Berlin ideal dafür. Ist die Mama happy, sind auch die Kids happy und der Mann auch. Am Ende werden die Toten gezählt. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Hier steht jemand vor mir, der schneller in Afghanistan ist, als irgendjemand, der dorthin abgeschoben werden sollte. Ja, da würde ich mit, ja. Ich laufe jetzt mal hier durch den Park in Kreuzberg. Und die Kollegen, die sind schon hier sofort am Schreien, keine Kamera und so, chillen da alle rum. Schon krass, ne, dass hier irgendwie Leute aus Afrika kommen und mir erzählen wollen, wann ich meine Kamera hier in der Hand halten soll. Sehe ich ein bisschen kritisch. Das ist auch gegen meine Religion, um ehrlich zu sein. Also dann begrüße ich euch mal recht herzlich hier aus Berlin, aus der Hauptstadt der Vielfalt und der Freiheit. Oder auch willkommen aus der Dönerhauptstadt in Deutschland. Wusstet ihr übrigens, der Döner, so wie wir ihn kennen, der wurde hier in Berlin erfunden, nämlich 1971. Und rund 950 Dönerspießer werden allein in Berlin tagtäglich verspeist. Ein Dönerspießer, 63 Kilogramm, das sind circa 60 Tonnen Fleisch, die verzehrt werden an einem Tag. Damit mal schöne Grüße an alle Vegetarier. Ich bin auch einer von euch, zumindest zu 95, vielleicht sogar 96%, ja. 3,8 Millionen Einwohner hat die größte Stadt Deutschlands. Allerdings, es werden immer weniger Deutsche und immer mehr Ausländer, wie ihr auch hier an dieser Grafik sehen könnt. Und was wählt Berlin? Berlin wählt Grün. Aktuell immer noch die stärkste Partei. Allerdings, zum Vergleich, in 2019 haben auch die Grünen hier ganz viele Stimmen abgeben müssen. Und was wählt Brandenburg? Insgesamt muss man sagen, Brandenburg ist aktuell blau. Da ist AfD die stärkste Kraft. Politik ist das Geschäft der dreckigen Wäsche. Deswegen, keiner kann am Ende immer ehrlich bleiben. Das geht nicht. Also vielleicht noch ein Kommunalpolitiker. Ja. Aber auf Landesebene und auf Bundesebene, wer weiterkommen will, muss irgendwann Wähler verraten. Deswegen bin ich gespannt. Alle, die Hoffnung in die AfD setzen, werden auch von der AfD irgendwann enttäuscht werden. Die Frage ist, wie groß wird die Frustration sein? Da muss ich mal ganz vorsichtig hier sein, denn ich liebe ja grüne Städte. Singapur ist da so ein positives Beispiel. Ganz negativ ist es übrigens Bangkok. Da ist es viel zu heiß. Das Grüne nimmt ja auch die Temperatur runter. Allerdings Berlin ist meiner Meinung nach viel zu grün. Und damit meine ich gar nicht die Vegetation, sondern tatsächlich die politische Richtung. Und ihr habt euch das ja gewünscht, dass ich auch meine Meinung hier ein bisschen mehr mit einfließen lasse. Ich werde definitiv weiterhin die Befragungen absolut neutral halten und alle Kommentare auch zulassen und die Stimmen ungefiltert weitergeben. Allerdings, ab und zu werde ich auch meine Meinung mit einfließen lassen. Und ja, wenn man so ein bisschen in Berlin unterwegs ist, ich meine, grundsätzlich sind es auch meine zwei Werte, ne? Freiheit und Vielfältigkeit. Ich finde es einfach echt gut, dass da so viele, ja, bunte Vögel irgendwie zusammenkommen und sich alle irgendwo mehr oder weniger akzeptieren. Hey! Man nicht verurteilt wird. Das ist auf jeden Fall weltweit auch ein schönes Beispiel, Berlin, ja. Aber grundsätzlich, wenn man so ein bisschen da unterwegs ist in den Straßen, wie geht's euch? Also mir ist da wirklich so dieser Post, den blende ich jetzt mal hier ein, von Elon Musk in den Sinn gekommen, ja. Harte Zeiten schaffen starke Männer schaffen gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Und das ist genau, ja, leider Gottes, die Periode, wo wir uns gerade irgendwie befinden. Und ja, ich glaube, da muss man gar nicht irgendwie seinen Post lesen, oder man sieht es ja letztendlich auf den Straßen, und es recht, wenn man sich die wirtschaftliche Situation anschaut, Deutschlands, aber auch in der Welt, auch Amerika, und letztendlich auch, wenn man mit den Betrieben spricht. Ja, also gerade Stichwort Handwerk. Ich selber war ja auch mal Elektriker, habe eine Ausbildung gemacht, und mir wurde mal 4 Jahre mal heftigst ins Gesicht gehauen. Ja, ich war von Elektriker über Maler, über Fliesenleger, Müllmann, und habe Freitag, wenn die Gesellen um 12.30 Uhr nach Hause gehen konnten, ins Wochenende, habe ich erstmal die Firmenflotte, die Wagenflotte durchwaschen können per Hand, ja, inklusive der Privatautos meines Chefs. Und da gab es kein Aufmucken, sondern man musste einfach das durchziehen. Ja, heutzutage die Azubis, also ihr kennt das ja, ne? Die Betriebe finden keine vernünftigen Leute mehr, ja. Alle wollen nur irgendwelche Influencer und YouTuber werden, und keiner ist irgendwie bereit, irgendwie wirklich mal die extra Meile zu gehen, und reißt nur noch sein Maul auf und denkt irgendwie in allem besserwisserisch zu sein in seinen jungen Jahren. Jetzt mache ich hier schon die Baerbock, Alter.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das wurde mir immer gesagt. Also das ist einfach mal ja letztendlich so praktische Beispiele aus dem täglichen Leben, aus der Wirtschaft. Nochmal, darf ich dich noch ein bisschen zur Seite schubsen? Ja. Also wie heißt du nochmal? Davut, mein Name ist Davut. Davut, schön, dass du dich bereit erklärt hast. Kein Problem, mein Lieber, immer wieder gerne. Ja, für ein kurzes Interview. Ja, ich hoffe, ja, am Ende werden die Toten gezählt. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Willkommen in Berlin. Ja, wir sind und vor allem, wir sind hier im Zentrum, ist Berlin. Berlin-Kreuzberg, genau. 3-6. Ja. 3-6, Kreuzberg am Cottbusser Tor. Wie lange hast du dein Geschäft schon hier? Mein Lieber, hier habe ich relativ frisch, seit 5,5 Monaten. Ich hatte in Schöneberg noch andere zwei Läden, die auch 7 Days waren. Mhm. Deshalb habe ich hier 7 Days the Original gemacht. Okay. Die in Schöneberg habe ich verkauft vor 3 Jahren. Die Pandemie kam, alles wurde teurer. Was macht man denn da so in Kohle, wenn man sowas verkauft? Ich glaube, da fragst du den Falschen, mein Lieber. Das du siehst schon. Das ist mir zu privat. Okay. Da kommt schon hier. So sieht's aus. Ich gebe Vollgas, ja? Das ein oder andere Kleingeld auf jeden Fall. Also es reicht dann auf jeden Fall um eine neue Filiale hier am Cottbusser Tor. Aber ich glaube, besserer Platz geht nicht so location. Auf jeden Fall nicht, nee. Ja. Wie viele Kunden hast du so am Tag? Wie viele Döner verkaufst du am Tag? Kunden ist schwer. Sag mal so, Spieß geht zu Ende und ich mache auch den Ersatzspieß dran. Gott sei Dank. Alles läuft, alles schön sauber. Ich glaube, so ein Dönerladen haben die Leute auch mittlerweile nirgendwo gesehen. So schön sauber, elegant, nagelneu, weißt du. Mittlerweile kennen ja die Leute nur Standard. Ich habe 8 verschiedene Soßen, 2 verschiedene Käsesoßen, 4 verschiedene Brotvarianten. Standard kann man das auf jeden Fall nicht mehr nennen. Ja. Also du bist auf jeden Fall experimentierfreudig. 100%. Können wir uns ein bisschen noch drehen zur Kamera, dann sehen wir auch noch so ein bisschen unsere Emotionen. Bist du Deutsch-Türke? Richtig. Deutsch-Türke. Bist du hier geboren? Oder? Hier geboren, aufgewachsen. Okay, deutscher Pass? Deutscher Pass. Stolzer deutscher Pass. Du wählst? Stolzer deutscher Pass. Du wählst? In der Politik enthalte ich mich. Come on, ey. Deutscher Stolz. Ja? Was würdest du wählen? Schwer. Ja? Schwer. Ja. Ich wähle lieber nicht. Lieber gar nicht. Nirgendwo. Ich wähle gar nicht. Das ist auch gegen meine Religion, um ehrlich zu sein. Ja, Moment. Politik, Religion, also vereinst du das schon irgendwo? Ja. Also wieso ist es gegen deine Religion? Was ist deine Religion, wenn ich fragen darf? Gott, Muslime. Muslim? Muslim. Aber Moment, also warum ist das gegen die Religion? Weil wir den Weg unseres Propheten gehen und nicht den Weg, den irgendwelche Politiker aufstellen. Und wenn man automatisch dann jemanden wählt, so als würde er was zu sagen haben, weißt du, dann geht man aus seiner Richtlinie raus. Provokante Frage. Denkst du, die Deutsch-Türken oder Türken oder Muslime, die wählen, die verstoßen dann quasi gegen oder die handeln dann wirklich nicht korrekt? Ich enthalte mich. Okay. Ich enthalte mich. Also ich sag lieber nichts. Jedem seins, weißt du? Ja. Jeder wird seine Rechenschaft selber abgeben. Keiner kann für niemanden Rechenschaft abgeben. Ja. Ist jedem seins. Ja. Jeder kann machen und tun, was er will. Okay. Dann war es das, glaube ich, schon. Soweit. Kurz und schmerzlos, oder? So sieht's aus. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Danke dir, mein Lieber. Und jetzt wird Döner gegessen. Und jetzt speziell auch an euch Deutsch-Türken. Ja? Also ihr wählt ja auch laut Mehmet in Duisburg 30% wählen AfD, aber davon mal unabhängig. Wie seht ihr das denn? Also Politik ist ja das eine und ihr als Moslem, ihr folgt ja dem Propheten und der Davut sagt, hey, ich gehe nicht wählen, weil ich meinem Propheten folge und nicht irgendwelchen Politikern. Sehr interessanter Punkt. Mich interessiert jetzt wirklich eure Meinung zu diesem Thema. Gerne mal kommentieren und uns fair und respektvoll bitte austauschen hier. So, dann mal rein ins Vergnügen hier. Nochmal ein bisschen People Videography hier am Cottbusser Tor. Extra für euch mal hier durch meine Linse durchgeschaut. Oh, also das ist auch Voice of Kurdistan, da hat er auch mit dran teilgenommen. Wie heißt du?
Django. Django. Cengiz Yazgın. Ja, genau. Also der muss auf jeden Fall gefeatured werden hier. Der hat die unglaubliche Dank Stimme. Ja. Danke dir. Ne? Maurice hat mich hier angeschrieben. Hast du erkannt, dass ich hier in Berlin bin? Genau, freiwillig im Zelt. Machen nicht viele in Berlin. Stimmt. Die meisten sind hier notgedrungen im Zelt inzwischen. Ja, ist so leider. Ist so. Die ganzen Obdachlosen, ja. Man sieht es immer wieder. Ja. Ähnlich wie im Westen, in Köln, ist mir das auch aufgefallen. Also Zelten ist auf jeden Fall irgendwie ein Trend in Deutschland. Ja, und nicht nur auf dem Festival anscheinend. Das ist ja das Schlimme. Ja, wir lachen, aber es ist ja eigentlich traurig. Ne? Normal muss niemand auf der Straße leben. Ja. Hier in Berlin interessiert es niemanden. Wie lange bist du schon in Berlin? Seit 2017. 2017? Ja. Dann bist du ja schon fast ein Berliner und hast hier echt tiefe Einblicke. Ja, ja, inzwischen Hauptwohnsitz hier, wird versteuert hier, Kinder gehen hier zur Kita. Ja. Aber hier sterben werde ich nicht. Hier sterben wirst du nicht. Ja. Ja. Gut, ja, das ist auf jeden Fall jetzt ein Blick in die Zukunft. Versteuert, Stichwort, wie machst du deine Kohle? Ich mache das über meinen YouTube-Kanal, über Politik mit Kopf. Das ist meine Haupteinnahmequelle. Haupteinnahme. Geht mal hoch, geht mal runter, wie das so ist. Ne? Ja. Wie lange warst du schon? Jetzt erst seit März, monetarisiert. Ja. Auch relativ fresh, cool. Und läuft gut, oder? Ja, die 100.000 müssten wir jetzt haben, wenn wir das Video veröffentlichen. Bei der Aufnahme haben wir sie noch nicht. Umsatz oder? Abonnenten. Abonnenten. Umsatz, nein, noch nicht. Was sind wir beim Umsatz? Umsatz sind wir noch fünfstellig. Aber bei 100.000, da will die Frau ein Geschenk haben von mir. Das ist auch schon vereinbart. Also Frau und Kinder auch am Start, oder? Ja, genau. Ja, gut. Wie alt bist du, Maurice? 32. 32, ja. Okay, geil. Du sagst doch irgendwann weg aus Deutschland, ja? Ja, muss sein. Ja? Muss sein. Die Entwicklung ist dramatisch. Also wir regen uns immer drüber auf, vor allem alle, die meine Videos schauen, kennen das. Und es wird niemand was dagegen unternehmen, weil es immer die gleichen Beamten sind, die am Ende die Entscheidung treffen. Das ist leider die Realität. Und die haben alle nur noch ein paar Jahre bis zu ihrer Pension und nach mir die Sintflut. Und das sehen wir jeden Tag auf der Straße. Aber irgendwann muss doch, also du merkst ja auch, dass sich irgendwas ändert langsam. Oder wie da denkst du? Mannheim hat was verändert. Ja. Mannheim, die Szene öffentlich im Internet, im Livestream, einen Polizisten so sterben zu sehen, das hat was verändert. Wir sehen das daran, die Polizei schießt viel öfter. Das sieht man direkt. Die Polizei greift viel öfter zur Waffe und schießt Angreifer nieder. Aber mehr ändert sich nicht. Die Politik hat sich nicht geändert. Die haben nur Ankündigungen versprochen, Wochen sind ins Land gegangen, passiert ist nichts. Und ich wette, hier steht jemand vor mir, der schneller in Afghanistan ist, als irgendjemand, der dorthin abgeschoben werden sollte. Ja, da wette ich mit, ja. Also für mich geht's ja. Ich hab's mehrfach gezeigt bei mir, du kannst ab Berlin einfach nach Istanbul fliegen und dann weiter mit Pegasus Airlines nach Kabul. Ganz normale Linienflüge, einfach bezahlen, kaufen, einsteigen und los geht's. Oder über Dubai, ja. Wie man mag, ja. Genau. Kannst du es aussuchen, ja. Uns erzählt man, das würde nicht funktionieren. Ja. Also ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage. Für mich geht es ja jetzt, viele von euch haben ja schon gefragt, wann geht es endlich für mich los? Vorbereitungen laufen, noch ein paar Gespräche führen und dann geht es auf jeden Fall in den nächsten Tagen los. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Wie ist dein Pashto, dein Urdu, schon ein bisschen vorbereitet? Ja, in Form von anderen Personen. Ja. Also ich würde mir da tatsächlich auch vor Ort dann mal jemanden nehmen, der, ich suche noch gerade tatsächlich auch, der jemand Deutsch spricht. Ja. Also ich will keinen englischen Guide haben, sondern auch einen deutschen, damit ich dieses ganze Übersetzer weg habe und für meine Community dann das besser zu verstehen ist. Ne? Es gibt noch deutsche Beamte im Land. Der Bundesnachrichtendienst ist noch vor Ort, auch wenn er das nie öffentlich zugibt. Wenn dir jemand begegnet, der Deutsch spricht, frag ihn mal nach dem Dienstausweis. Könnte ein Beamter von uns sein. Wo kommen denn deine ganzen Insights und deine ganzen Infos? Wo holst du dir denn deine Informationen so weg? Na, das meiste ist einfach, ich habe jahrelang im Bundestag gearbeitet und man kennt halt einfach die Zusammenhänge. Ich muss gewisse Dinge nicht einfach nachlesen, weil ich bei der Gesetzgebung teilweise dabei war. Bestes Beispiel jetzt die Mütterrente, die sie jetzt, also die Herr Lindner jetzt wieder den Frauen unterm Hintern wegziehen will, wenn man das gesehen hat jahrelang. Ich muss das nicht nachschauen auf Wikipedia, wie das funktioniert, sondern ich habe es jahrelang ganz hautnah miterlebt, von der ersten Reihe quasi, im Deutschen Bundestag. Super interessant, also bei dir ist richtig Futter dahinter, ne? Und tiefgründiges Wissen. Ja, und manchmal frage ich mich immer, die Dinge, die du und ich rausfinden, in ein paar einfachen Videos, wie wir sie machen, was machen unsere Behörden denn den ganzen Tag in ihrer Vollzeitarbeit? Also das frage ich mich ernsthaft. Nee, weil du lachst schon, aber es sind einfach... Ich hatte ja gestern noch das Gespräch mit dem alten Herren, ja? Der hat auch gefragt, was machen die denn da oben? Ja? Also die einfachsten Dinge, da fragt man sich, sehen die das nicht, wollen die das nicht sehen, dürfen die das nicht handhaben von oben? Ich weiß es nicht. Und selbst du, der ja da irgendwo internen Einblick hat, kannst auch nicht wirklich beurteilen. Ne, es gibt immer Dienstanweisungen von oben und das Ministerium regiert. Sind halt, also das Zusammenspiel des Föderalismus ist dann hier der Overkill. Ne? In Frankreich ist das anders. Wir haben eine militarisierte Polizei, die auch gegen eigene Leute vorgeht, aber die gehen auch gegen alle anderen vor.
Und bei uns, na, dann gibt es dann die Landespolizei, die Bundespolizei, die Sondereinsatzkommandos und dann viele Politiker, die sich alle nicht trauen zu entscheiden. Das war auch gestern der Tenor, ne? Der Stichwort Mut letztendlich, Verantwortung zu übernehmen und eine Entscheidung zu treffen, wie ein Helmut Schmidt das damals gemacht hat. Ja? Hast du einen Lieblingspolitiker eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Politik ist das Geschäft der dreckigen Wäsche, deswegen keiner kann am Ende immer ehrlich bleiben, das geht nicht. Also vielleicht noch ein Kommunalpolitiker, aber auf Landesebene und auf Bundesebene, wer weiterkommen will, muss irgendwann Wähler verraten. Deswegen bin ich gespannt, alle, die Hoffnung in die AfD setzen, werden auch von der AfD irgendwann enttäuscht werden. Die Frage ist, wie groß wird die Frustration sein? Aber die AfD kann auch nicht aus Scheiße wieder Gold machen. Das ist schwierig. Was machst du denn? Gehst du überhaupt wählen? Ja, ich gehe immer wählen. Ja. Manchmal auch Parteien, die keinen Erfolg haben auf Einzug ins Parlament, aber von dem Recht Gebrauch machen, mache ich immer. Ist es dann, wie siehst du das, ist es dann vielleicht eine verlorene Stimme? Nein, sie kriegen meistens Wahlkampfkostenrückerstattung. Ist immer die Frage, wo definiert man eine verlorene Stimme? Ja. Nur weil die Stimme im Parlament nicht zählt, heißt das nicht, dass die außerparlamentarische Opposition, die es ja dann ist, wenn sie nicht einziehen, nicht dennoch arbeiten kann, wenn sie einfach Wahlkampfkostenrückerstattung kriegen. Ist ja das, was man bei der NPD-Nachfolgepartei jetzt ausgeschlossen hat. Die Heimat kriegt keine mehr. Die haben sich ja jahrelang nur darüber finanziert, weil sie hunderttausende Stimmen gekriegt haben und es gab pro Stimme, ich glaube, 3 Euro irgendwas. Okay. Und außerdem sollte man, glaube ich, doch das wählen, wovon man inhaltlich letztendlich überzeugt ist, persönlich und nicht. Aber 100% findest du nirgendwo. Es ist selbst immer, ich nicht, nee. Immer ein Kompromiss. Es ist immer ein Kompromiss, ja. Ja. Deswegen, also ich finde den Wahl-O-Mat zum Beispiel ist eine gute Sache, damit die Leute Verständnis dafür kriegen, aber da werden halt immer auch Suggestivfragen gestellt, ne? Also da gibt es dann Fragen, wo man genau weiß, wenn man die beantwortet, die zählt nur für eine Partei in diese Richtung und alle anderen in die andere. Das steht nicht dabei. Ja, also sind immer diese Fangfragen, diese klassischen, sind sie für ein Kopftuch, ja oder nein zum Beispiel. Ja, ist ja immer klar, in welche Richtung geht das. Ja. Und genau. Das ist halt auch von den Etablierten ein uns gegebenes System, um uns zu informieren, dass die Etablierten noch ein bisschen länger dranbleiben. Also auf jeden Fall sehr reflektiert, muss ich sagen. Ja, sehr gutes Gespräch mit dir. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil mir ist aufgefallen bei den ganzen Gesprächen mit den Menschen, mit denen ich die Gespräche führe auf der Straße, die meisten haben irgendwie 1 oder vielleicht sogar 2 persönliche Beweggründe und deswegen wählen die eine Partei. Was wäre denn so dein Hauptbeweggrund, warum du irgendeine Partei wählst? Naja, im Moment ist, glaube ich, das, was uns alle am meisten bewegt, ist, wir haben über 51.000 Gesetze in diesem Land. Echt? Ja. Okay. Ohne Verordnungen, ohne Richtlinien. Es kommen noch Erlasse dazu der Ministerien. Der Typ haut dir richtig auf die Kacke mit den Fakten, ja. Ein Bruchteil dieser Gesetze wird nur angewandt. Ja. Also wenn wir jedes Gesetz, was wir hätten, konsequent durchsetzen würden, wäre es egal, welche Partei das macht. Aber es ist relativ einfach. Mhm. Ja. Zurück zur Frage. Was ist dein Beweggrund, irgendeine Partei zu wählen? Hast du einen persönlichen Beweggrund jetzt gerade, was dich so am meisten irgendwie bewegt? Nee, jetzt aktuell nicht. Steht ja auch keine Wahlentscheidung bevor. Die letzte war die Europawahl. Ja. Da habe ich Frau Wagenknecht gewählt. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil ich wollte, dass Fabio De Masi Mandatsträger wird. Mhm. Der Mr. Cum-Ex und Wirecard sozusagen. Ne? Mhm. Der immer nervtötend war, der ist jetzt wieder im Europaparlament und darf da dieselbe Arbeit weitermachen. Mhm. Das war taktisches Wählen am Ende. Mhm. Wie es bei der nächsten Wahl ausschaut, sehen wir mal, wer überhaupt alles dabei ist. Okay. Also deine Stimme ist auf jeden Fall noch zu haben. Eine kompetente Stimme, so wie ich das jetzt gerade wahrnehme. Danke. Mehr ist dazu nicht hinzuzufügen. Maurice, ich danke dir fürs Interview. Ich danke dir auch. Ja, ich glaube auch für die Community auf jeden Fall ein paar Worte. Gute Reise, komm sicher zurück, ne? Ja. Ja, mal schauen, ob ich zurückkomme. Also vielleicht geht es dann erstmal weiter. Indien will ich mir auch noch unbedingt angucken. Ja. Auch schön. Welches Land favorisierst du denn später mal, um auszuwandern? Weiß ich nicht, dafür habe ich zu wenige gesehen bisher. Alright. Also ich war in Thailand, in Mauritius und auf den Malediven, was man so als Fernreise bezeichnen kann. Malediven ist jetzt nicht so zum Auswandern geeignet. Ja. Ist, glaube ich, schön unter Wasser. Also da kann man, sind so die besten Spots. Ja, wobei man erschrocken hat, was kaputt ist alles schon. Korallenbleiche. Ja. Also das ist tatsächlich so, ja. Aber auch menschengemacht. Aber auf jeden Fall ein Punkt, ne? Nicht einfach irgendwie auswandern, wenn ihr das mal vorhabt. Das wird auf jeden Fall auch noch mehr thematisiert, auch natürlich mit meiner Person. Ich bin ja auch gerade dabei, mein Exit hier vorzubereiten. Allerdings sollte man sich auf jeden Fall mal erstmal so ein bisschen anschnuppern und zu schauen, wie fühlt man sich denn, ne? Weil wenn man irgendwie 1-2 Wochen irgendwo ist, in Istanbul, oh, alles cool, aber wenn man mal da 2 Monate mit dem Hintern verbracht hat, dann fühlt sich das schon vielleicht ein bisschen anders an, ne? Und wenn man dann irgendwie all in geht, wie im Fernsehen da irgendwie damals irgendwelche Auswanderer. Jeder hat andere Prioritäten. Gibt Leute, die setzen eine Priorität darauf, dass sie dann da, wo sie hingehen, Schusswaffen tragen dürfen. Gibt andere, die sagen, das sollte möglichst nicht der Fall sein. Ja. Deswegen hat jeder andere Ansprüche. Ja.
definitiv. Ja. Und das ist auch gut so. Sonst würden wir alle ins gleiche Land wahrscheinlich auswandern. Das wollen wir ja nicht. Also, hätten wir doch noch ein 17. Bundesland irgendwo. Maurice, Dankeschön. Danke. Hat mich gefreut, ja. Was ich persönlich wichtig finde, ist an solchen Orten nicht nur irgendwie hinkommen und kurz ein paar Fotos zu machen, sondern tatsächlich mal ja, alles ausblenden und sich wirklich mal vorzustellen, warum steht das eigentlich hier oder was ist auch hier passiert letztendlich, ne, in Berlin. Und was hat das für einen Hintergrund? Also sich wirklich so versuchen, in die Zeit reinzusetzen und in die Geschichte und in die traurigen Geschehnisse letztendlich. Und dann hat das echt eine krasse Wirkung. Und man fühlt sich hier schon so ein bisschen verloren irgendwie und eingeengt. Ich war ja letztens auch in Auschwitz unterwegs, in Polen. Und das war schon eine sehr spezielle Erfahrung. Vor allem ganz früh morgens, noch keine, nicht so viele Touristen da waren. Und das hat schon eine krasse Wirkung auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal im Leben anschauen und es mal auf sich wirken lassen. Ja. Das liegt ja auch alles zusammen. Ne? Hier vorne haben wir den Bundestag und das Brandenburger Tor. Da hinten haben wir den Potsdamer Platz und hier haben wir natürlich das Holocaust-Mahnmal. Nochmal zwei Worte dazu. Nochmal irgendwas? Was bin ich? Ja, das ist 2005 ja. Am 10. Mai eingeweiht ja. worden. Ja. Stell dir, fährt aber auf dem Fahrradweg und dann wundert er sich, dass er einfach... Ja. Deutscher geht's nicht. Wie deutsch willst du sein? Ja. Ist das geil, Alter. Jedenfalls ist das eingeweiht worden 2005 und das sind 2711 solcher Stelen und jede ist individuell, hat eine eigene Höhe, einen eigenen Neigungswinkel. Und die höchste ist genauso hoch wie eine Mauer ist, wie die Mauer war, nämlich 3,80 Meter. Und wenn man das von oben betrachtet, sieht das so ein bisschen aus wie eine Welle, die über die Geschichte schwappt, über die 6 Millionen Juden, die in der Nazizeit in Europa ermordet worden sind. Und wenn man da hineingeht und sich mit der Geschichte auseinandersetzt, also sie kennt, man kann einem mulmig und sogar schwindelig werden. Das hat der Architekt Peter Eisenman aus New York so berechnet. Sehr abstrakt. Am anderen Ende, wo wir gerade gewesen sind, sind aber Räume der Information, wo die Geschichte dann ein bisschen konkreter gemacht wird. Ich habe gerade den Tom hier getroffen, mitten auf der Straße und habe den hinterher gerufen, dass du interessant ausschaust. Ja, und ich bin ein Tömmchen vorne mit T, hinten mit Om. Om, Tom, Namashiba, Samba, Samudo, Bagawa, Namo. Du kommst aus Berlin, oder? Ich bin Berliner, 1959 in Berlin-Schöneberg aufgeschlagen, Reinigendorf, wo sie wollen, mobil gelebt, tralala. 17 Jahre in München, in Asien, Europa unterwegs gewesen. Und hast du nicht gesehen? Wo in Asien? Wo in Asien? Thailand. Was hast du in Thailand gemacht? Oha. Ich war immer mit Freunden drüben gewesen, mit Thais und so was. Hab das Leben anders kennengelernt als Tourist und so was. Kann man sich ja nicht vorstellen. Ja. 1986 wollte ich auswandern, ins Kloster gehen. Ja. Aber ich wollte vorher noch mehr Geld ausgeben. Auf die Thai Farmers Bank, ein Bank und ein Konto eröffnet. Mit Thai-Freund drüber nach Phuket. Und in Phuket, denn bin ich reingelegt worden von zwei Typen, die mit den Bullen zusammengearbeitet haben. Ich bin ganz ehrlich, ich war früher mal auf Heroin, okay. Aber bin seit langer, langer Zeit clean von dem ganzen Scheiß, ja. Aber sie haben mich wirklich mit, ja, 126 Milligramm erwischt. Mit Heroin in Thailand? Heroin, ja. Und ich habe anstatt 5 Jahren nur ein halbes Jahr bekommen, weil Pomputa den nicht neu, Pomme verrang. Alter, dann warst du im Knast in Thailand? Ja, auf Phuket. Damrong Road 11. Ja, aber das sind ja die härtesten Gefängnisse auf der Welt. Das war eine knallharte Geschichte, ja. Es gab keine Hierarchie da drin. Die Gefangenen waren alle gleich, alle Glatzenschnitte gekriegt. Ab 7 Uhr war Einschluss, um 6 Uhr war Wecken. Wir waren knapp 200 Mann auf Zelle, auf dem Boden. Ohne Decke, ohne Kopfkissen, nichts. 5 Scheißlöcher und so weiter und. Wir müssen die Kontaktdaten austauschen. Da müssen wir nochmal ins Detail gehen, wenn du Bock hast. Das machen wir. Wir gehen mal richtig tief ins Detail. Ja. Weil die Teile sind ja mal ganz wichtig, weil es wurde ja alles geteilt in diesem Leben. Sollte man jeweils annehmen. Du hast ja krasse Sachen mitgenommen. Kurze Frage, nochmal schnell ein anderes Thema, weil wir gerade in Berlin sind und wir haben ja hier auch das Thema Berlin. Okay. Wie viel Kohle hast du zur Verfügung im Monat? So 320 Euro zurzeit. Meine Grundsicherung ist noch nicht durch, ich bin Erwerbslosigkeitsrentner seit 94. 320? 320. Ja, aber damit kommst du ja nicht weit, oder? Also. Ich habe zum Glück sehr gute Freunde, die mich zum Essen einladen hier und da. Es ist eine schwierige Sache. Es ist nicht einfach. Ja, aber wie lebst du? Wo wohnst du? Dach über dem Kopf? Ich wohne hier hinten in der R96, ist betreutes Einzelwohnen. Und ich bin ganz offen und ehrlich, ja. Das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ich bin seit 1983 HIV-positiv.
habe über 10 Jahre keine Medikamente gebraucht. Ich war verheiratet, habe ein paar andere Frauen gehabt, die wussten alle Bescheid. Die haben uns nie infiziert. Ja. Und jetzt, wo ich am ersten Mal wieder zurückgekommen bin, habe ich ein Experiment gemacht, habe mal ein paar Monate keine Medikamente genommen. Auf einmal war meine Viruslast da oben, aber wegen der Impfung und alles, ja, weil ich total angezweifelt habe, habe ich das Experiment gemacht. Warum habe ich über 10 Jahre nichts gebraucht? Alles gut bei mir. Mir geht's gut. Hm. Ich kann nicht meckern. Ich bin nicht traurig über mein Leben. Ich habe warmes Wasser. Ich habe eine Decke über dem Kopf. Ja. Und eine Menge Geschichten, die du zu erzählen und hast. Eine Menge Geschichten. Wir müssen auf jeden Fall nochmal, glaube ich, zusammenkommen und nochmal quatschen. Ich habe mich nicht zu verstecken. Ja, ja. Ich bin ein offenes Buch. Ey. Ich habe nichts zu verstecken. Ich stehe dazu schon immer offen. Ich habe in den 17 Jahren in München, wo ich gelebt habe, über 10 Jahre ehrenamtlich in der Aidshilfe gearbeitet, Beratung gemacht und dies und jenes. Alles. Kurzer Abschluss nochmal, weil es ja auch teilweise politisch hier abgeht bei mir auf dem Kanal. Ja. Wie stehst du zu der heutigen Politik in Deutschland? Ja, traurige Geschichte. Die machen sich die Bäuche voll, schicken Geld überall hin und alles und vergessen die ganzen armen Menschen hier auf der Straße. Hm. Ich finde es eine ganz traurige Sache, die da abläuft. Ja. Hm. Die haben Kohle bis zum Kotzen, schicken da Geld hin, hier und das und alles. Ja, und ziehen hier die Steuerzahler, die arbeiten müssen hart für ihr Geld, immer noch mehr ab. Also, wenn ihr einmal wählen wollt, wählt mich. Dann haben wir Anarchie. Genau. Ja. Und fickt euch dann ins Knie. Nein. Ja. Wisst ihr Bescheid? Ich will niemanden beleidigen, aber das ist meine offene Meinung, ja. Die darfst du hier auf dem Kanal auf jeden Fall äußern. Das ist traurig. Und die wird auch nicht zensiert. Ja, das dafür stehe ich bei mir auf dem Kanal, dass hier einfach jeder seine Meinung äußern kann. Und demnächst schicke ich dir mal so ein Ding, Berlin Calling heißt das. Da ich so ein Movie mit dem mache, in Berlin kurz bevor ich abgehauen bin. Ja. Ja, ich bin vor 7,5 Jahren hier abgehauen aus Berlin und da in dieser Gemeinschaft für Heilpädagogische Sozialtherapie gearbeitet. Wie gesagt, ich glaube, wir haben sehr viele Themen. Ich glaube, den Tom werdet ihr nochmal auf diesem Kanal wiedersehen. Oh, ja. Wir connecten uns jetzt mal. Oh, danke erstmal für deine Stimme. Und nehmt euch Beruhigungstabletten, wa? Wenn ich quatsche, quatsch kein anderer. Okay, ciao. Also das ist schon cool, ne? Also man sieht wirklich irgendwie überall verteilt in der Stadt letztendlich so ein paar Mauerstücke stehen gelassen zu haben. Und hier sieht man dann auch nochmal ganz klar einmal, wie die Mauer durchging. Aber wenn ich mich mal so da nebenstelle, da seht ihr erstmal, wie krass hoch das ist. Ja, das kann man sich schon mal so reinziehen. Also es hat schon eine Wirkung, ne? Boah, krass, Mann. Einfach mal eine Mauer, ey. Irgendwie nichts los hier. Gehen wir mal rüber zum Brandenburger Tor. Ist ja gleich da hinten um die Ecke hier kurz durch den Park durch. Also wir fahren jetzt hier genau durch das Brandenburger Tor durch und der Anselm, der wird euch jetzt gleich mal ein paar Facts erzählen. Genau. Das Brandenburger Tor, das ist nur eines von ehemals 18 Toren. Das einzige, was noch übrig geblieben ist. 18 Toren, die anderen gibt es großenteils noch als Namen für S- und U-Bahnhöfe. Wenn ihr auf den Plan schaut, dann könnt ihr das sehen. Aber das war das schönste Tor, das erste klassische Gebäude, wurde 1791 gebaut. Und die Quadriga zwei Jahre später mit der Wagenlenkerin, die hieß Irene, das ist eine Friedensgöttin, die sollte der Stadt den Frieden bringen. Dann kam aber Napoleon, der hat dann die Macht hier übernommen, sich etwa 6 Wochen aufgehalten im Oktober, November 1806 und alles, was ihm gefiel, nach Paris schiffen lassen, auch die Quadriga. Sie sollte dort in den Planung befindlichen Arc de Triomphe krönen. Da hat der Krieg verloren, kam sie zurück, wurde restauriert von Schinkel und aus der Irene wurde eine Victoria und aus dem Friedenstor ein Siegestor. Dann haben die Preußen hier am Platz ihre militärischen Siege gefeiert, die Deutschen nach der Reichsgründung, also zu Beginn des Kaiserreichs und schließlich die Nazis sind hier aufmarschiert zur Machtergreifung. Und dann wurde das Tor Symbol der Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg und schließlich Symbol der Wiedervereinigung. Deswegen ist das der absolute Hotspot hier in Berlin und alle Touristen müssen hierher. Und hier beginne ich jetzt die Fahrt und wir fahren jetzt durch das mittlere Tor hindurch. Das war bis zum Ende des Kaiserreichs nur dem Kaiser und der königlichen Familie erlaubt. Oh. Und jetzt geht's los und wir fahren raus aus der alten Stadt. Das war nämlich auch ein Stadttor. Und dahinter ist ein großer Park, der Tiergarten. Und wir sehen jetzt eine Straße, die verbindet zwei ehemalige Städte miteinander, nämlich Berlin, was jetzt hinter uns liegt,
mit Charlottenburg am anderen Ende. Die ehemalige Charlottenburger Chaussee haben die Nazis auf die heutige Breite eben gebracht. Und die hieß Ost-West-Achse offiziell bei denen. Und die Nord-Süd-Achse sollte genau hier entstehen, wo wir drauf schauen. Und die Siegessäule stand eigentlich in dieser Linie gegenüber dem Reichstag. Da ist der Reichstag. Und wie ihr seht, hier große Fahne, deutsche Fahne. Überrascht mich. Also keine Regenbogenfahne. Und die Nazis haben sie an die heutige Stelle versetzt, wo sie eingeweiht wurde zu Hitlers 50. Geburtstag. Und sie ist ausgerichtet nach Frankreich. Das war eine Kriegsankündigung, eine Revanche. Dann kam am Ende des Krieges aber die Sowjets und haben den Nazi-Plan gewusst und ihr Ehrenmal genau auf das Kreuz gesetzt, haben Steine symbolisch von Hitlers Reichskanzlei genommen, originale Panzer daneben gesetzt und etwa noch 2.500 sowjetische Soldaten hier begraben, die während der letzten Kriegstage noch sterben mussten. Und dann wurde das eben britischer Sektor. Ja, und heute feiern die nicht mehr zusammen ihren großen vaterländischen Sieg, sondern seit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland getrennt. Und die deutsche Polizei muss hier aufpassen, dass sie sich nicht hier am 9. Mai jedes Jahr die Köpfe einschlagen. Und wir fahren jetzt die Siegesallee, was heute kaum noch einer weiß, diese Nord-Süd-Achse. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, theoretisch hier 5 oder 6 Kilometer weiterführe, dann käme man zu einem Schwerstbelastungskörper, wo die Nazis geübt haben, ihre Monumentalbauten in diesem Berliner Sumpf überhaupt zu stabilisieren zu lassen. Die wollten riesige Triumphbögen in dieser Linie bauen, auf die große Halle des Volkes zu. Und Berlin ist nun mal Sumpfgebiet. Der Name rührt aus dem Altslawischen und heißt Sumpf. Und selbst der Kaiser früher, wie später die Nazis, hatten Probleme, hier ihre Monumentalbauten zu errichten. Wow! Hey! Läuft, ich freue mich so richtig, dich als Berliner Stimme noch einfangen zu dürfen. Yes! Liebe Liane, denn du bist eine richtige Powerfrau, ja? Du hast schon so einiges auf die Beine gestellt. Nicht nur, dass du eine langjährige Partnerschaft hast, du hast auch 2 wunderbare Kinder und ein Millionen-Business. Wie hast du das alles auf die Beine gestellt? Ich habe es einfach mal gemacht. Einfach mal austesten, einfach mal machen. Naja, ganz so einfach war es jetzt auch nicht. Aber ich hatte ein großes Leben ist so einfach, ja. Ja, genau. Macht man mal einfach so linke Hüfte oder irgendwie so. Nee, ich hatte einen großen Schmerz und war so ein bisschen von meinen eigenen Sachen. Also ich bin schon, seit ich 19 bin, selbstständig. Also ich habe Abitur gemacht, dann selbstständig geworden. Im Nebenerwerb war noch nicht das, was ich heute mache. Heute begleite ich halt Frauen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, Business zu machen, das profitabel aufzuziehen. Mhm. Und ich konnte das halt nicht mehr so machen, wie ich wollte. Und dann habe ich halt einen Finger gezogen und habe einfach gesagt, okay, entweder du kannst rumjammern. Und ich habe echt viel rumgejammert, was ja viele so machen. Und dann habe ich einfach Entscheidungen getroffen und habe gesagt, okay, alles klar, hier darf sich was verändern. Und dann habe ich mein Business quasi auf links gedreht und habe mich digitalisiert. Und du wusstest sehr früh, was du machen willst? Nee. Also wenn du so willst... Moment, du hast mit 19 ein Business gestartet, oder? Ja, aber das war halt so typisch, hey, ich will noch nicht studieren, irgendwie muss ich jetzt was machen. Ich habe einfach geguckt, mit was kann ich Geld verdienen. War damals so Marketing-Sachen, Promotion und so ein Kram. Hat mit dem, was ich heute mache, gar nichts zu tun. Mhm. Aber am Ende des Tages hat es mir Erfahrung gebracht, wie man ja Geld kreiert, wie man Geld verdient, was man dafür machen muss, dass man ja einfach mal seinen Hintern bewegen darf. Und ich wollte halt die Welt bereisen. Einfach mal ein bisschen den Hintern bewegen. Genau. Ich finde es wirklich großer Respekt, ja. Also du bist ja jünger als ich, ja. Ja komm, so viel jünger jetzt auch nicht. Und hast so viele... Zwei Jahre? Ja. Ja, wir gehen jetzt nicht ins Detail, okay? Aber hast schon so viel auf die Beine gestellt im Leben, ja. Und für mich ist das einfach, also ein, wie sagt man, Vorzeigemensch, ja. Ja, kann man sich einfach mal eine Scheibe abschneiden. Was, hast du mal so einen Tipp so für die Leute, die vielleicht auch nicht so wirklich wissen, wohin, in welche Richtung oder vielleicht auch schon wissen und aber noch nicht so richtig gestartet sind? Hast du mal einen Tipp für die Leute? 5 Cent. Jetzt gib mal einen Tipp hier an die Leute. Genau. Also ich würde auf jeden Fall nicht so viele Sachen überdenken und nicht den 5., 10. Schritt vor dem 1. machen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung und was ist der Preis, wenn ich jetzt weiter rumjammere, ja, ich sag's mal so salopp, ein beschissenes Leben zu haben, mit dem ich total unzufrieden bin. Oder zu sagen, ich beiß mal für einen Moment temporär die Arschbacken zusammen. Beiß die Arschbacken zusammen? Nee, kneif die Arschbacken zusammen. Jetzt beiß mal die Arschbacken hier zusammen. Und zu schauen, okay, ich treffe eine Entscheidung, was muss ich dafür tun, wo bin ich gut? Also klar, ich bin selbstständig, ich habe ein Studium gemacht, ich wollte irgendwo dann in Marketing. Aber ich habe immer das gemacht, wo ich Spaß dran hatte, wo ich eine Passion irgendwie hatte. Ich habe Bock, Menschen zu helfen, Unternehmen zu helfen, besser zu werden.
und sich da auszuprobieren und vor allen Dingen bereit sein, Fehler zu machen. Wir haben in Deutschland einfach so eine schlechte Fehlerkultur. Diese Fehler nicht als Fehler zu sehen, sondern einfach als Erfahrung und aus ihnen zu lernen und einfach zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, kann ich daraus lernen, beim nächsten Mal mache ich es besser. Ich glaube, das ist absolut der Weg. Das sehe ich auch bei mir teilweise in den Kommentaren. Wenn ich mal einen Fehler mache, da wird drüber gelacht oder so. Ja. Man muss aber auch einfach zu seinen Fehlern stehen und das ist einfach menschlich. Ne? Und nur so kommt man ja wieder voran, weil man wieder auch lernt. Nobody is fucking perfect. That's true. Ich wollte nur fragen, weil viele denken so, weißt du, Business und Kinder, wie soll man das alles auf einmal schaffen? Also hast du da nochmal kurz einen Tipp, wie man wirklich alles irgendwie unter einen Hut bekommen kann? Also wenn man den Anspruch hat, irgendwie perfekt zu sein, dann wird es nicht funktionieren, dann wird man dabei draufgehen, weil irgendwas wird immer so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Trotzdem bin ich der Meinung, in vielen Bereichen meines Lebens, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das heißt für mich, das war genau der ausschlaggebende Grund, ich wollte nicht nur, wo ich jetzt nicht sage, hey, nur Mama sein ist doof, wer das für sich als Person hat, voll gut. Ja. Aber für mich stand fest, ich möchte Mama und erfolgreiche Unternehmerin sein. Und mein Tipp ist, sich nicht bei bestimmten Dingen so ernst zu nehmen, nicht zu perfektionieren, sondern einfach sein Leben zu leben und immer sich zu sagen, ey, ich gebe mein Bestes. Und ich bin der Überzeugung, ist die Mama happy, sind auch die Kids happy und der Mann auch. Von daher, happy wife, happy andere. Also, die Franzi habe ich gerade getroffen. Hi, Franzi. Hallo. Hier in am Cottbusser Tor, ne? Genau. Genau, ja. Und nochmal ganz schnell, was machst du beruflich? Data Scientist. Dafür muss man auch studiert haben, gell? Dafür sollte man bestenfalls studiert haben, ja. Was studiert man da? Data Science, tatsächlich. Ach so. Ja, gibt's als Studiengang auch, ja. Schon so spezifisch dann? Ja. Darf ich dich fragen, was du verdienst? Ich bin tatsächlich noch Studentin. Ah. Dementsprechend arbeite ich nur Teilzeit. Ja. Dementsprechend ist es nicht ganz so viel. Okay. Aber hoffentlich später mehr. Ja, was verdient man später? Was ist denn dein Wunschgehalt? Arbeitskollegen sagen immer nicht gerne, was sie verdienen, aber... Das ist die deutsche Kultur. Ist die Frage. Also so 65.000 im Jahr ungefähr ist so, denke ich... Als Einstiegsgehalt? Ja, also ist zwischen 55 und 60 ist, glaube ich, Einstiegsgehalt dann so. Ich habe damals als Ingenieur bei der Deutschen Bahn in München 50.000 bekommen, nicht ganz. Oh. Na gut, kommt auf die Firma wahrscheinlich drauf an dann auch. Also kommt man mit 65 in Berlin relativ gut klar, oder? Denke ich mal, ja. So viel habe ich leider gerade noch nicht. Wie viel hast du denn jetzt gerade zur Verfügung? Auf ein Jahr gerechnet kann ich dir nicht sagen. Ja. Im Monat sind es 1.300. Alright. Was zahlst du für deine Wohnung? 550, glaube ich. Wohnst alleine? Ja. Du hast zwei unterschiedliche Augenfarben, sehe ich gerade, Mann. Schau mir die Augen, krass. Das sieht ja mal. Wir müssen gleich nochmal kurze Porträtaufnahme von der Franzi machen. Ist ja alles nichts. Also, wenn wir schon so interessante Augen hier im Interview haben, ja? Ja, danke. Ja. Was hältst du aktuell von der politischen Lage? Ja, schwierig. Also, nicht mein Lieblingsthema, gebe ich zu. Also. Gehst du wählen? Ja. Was willst du? Du merkst schon, ich frage einfach. Tatsächlich habe ich die Partei gewählt. Die Partei? Ja. Die stehen vordergründig für? Alles Mögliche. Was ist also, da? Ja. Ja, also wie hieß die Partei ausgesprochen nochmal? Ich glaube Partei für Tierschutz. Mhm. Oh, was waren die anderen? Kann ich dir gerade nicht sagen. Was ist dein persönlicher Beweggrund, warum du die Partei wählst? Weil ich relativ unzufrieden bin mit den anderen Parteien tatsächlich. Also... Es ist nichts von den größeren Parteien tatsächlich dabei, was mich anspricht. Ja. Weshalb ich mich dafür entschieden habe, aber tatsächlich auch schon seit Jahren kleinere Parteien zu unterstützen, ist vielleicht nicht die beste Lösung, weil meistens halt die großen Parteien das Sagen haben, leider. Aber ich glaube, gerade dieses Jahr haben auch viele Leute auch die kleineren Parteien gewählt. Ich glaube, Volt hat auch relativ viele Stimmen bekommen. Und, meinst du so ein bisschen Protestwahl auch? Teilweise ja, auf jeden Fall. Und gerade jetzt, wo die AfD so, naja. Keine AfD-Fan? Keine AfD-Fan? Nee, absolut nicht. Wieso nicht? War echt schockiert. Also die Ansichten, ist wirklich ganz das Letzte eigentlich. Wir gehen nicht ins Detail, ganz schnell. Welche Ansicht stört dich? Alles eigentlich. Okay. Also es ist schlimm. Ich komme eigentlich ursprünglich vom Dorf und da ist es besonders schlimm. Und da sind gerade so die Bauern und alles, die haben sich so einlullen lassen, auch von diesem Ganzen. Wir unterstützen die Bauern und alles Mögliche. Aus welchem Dorf kommst du? Wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Gransee, die Ecke, also nochmal ein kleineres Dorf. Das hat mir gar nichts. Ja, ist im Norden von Berlin. Finale Frage, wieso bist du nach Berlin gekommen? Zum Studieren tatsächlich, ja. Aber wieso Berlin? Warum nicht in eine andere Stadt? War am dichtesten dran. Okay. Dadurch, dass ich nicht so weit weg gewohnt habe, war es für mich halt eigentlich die einzige Lösung sozusagen. Alright. Franzi, danke für deine Stimme. Wir haben hier den Anselm.
bin mal hier gerade in die Hocke gegangen und du warst gerade mein Tourguide hier. Kann ich wärmstens weiterempfehlen. Und ich habe aber trotzdem noch zwei, drei Fragen an dich. Yes. Du lebst mittlerweile wie lange in Berlin? Seit 1970 lebe ich in Berlin, also 54 Jahre sind schon überschritten. Wie alt bist du denn dann? Ich bin 71. 71er, aber sehr, sehr fit. Sag mal, wie ist das in Berlin? Wie siehst du denn so durch diese ganzen Jahre, die du hier lebst, wie nimmst du die Veränderungen hier wahr? Ja, das ist sehr schwierig, weil ich liege ja in der Zeit. Ne? Ich kann nicht meinen Rückblick wahrnehmen, wenn ich mir Gedanken dazu mache. Als ich kam, dachte ich, hier wäre gerade der Krieg beendet gewesen in West-Berlin. Überall noch Einflusslöcher in den Treppenhäusern in Berlin. West-Berlin war ja durch verlassen worden wegen der Mauer und sind Arbeitskräfte verloren gegangen und die sind damals über Land gefahren in der Bundesrepublik und haben händeringend Arbeitskräfte gesucht. Da kamen natürlich auch die Gastarbeiter ins Spiel hier, die dann Kreuzberg vor allen Dingen besetzt haben, die billigen Wohnungen. Für mich war das sehr einfach, als 17-, 18-, 19-Jähriger hier eine Wohnung zu kriegen. Ich hatte zum Teil 2-, 3 Zimmerwohnungen für mich für ungefähr umgerechnet 80 bis 90 D-Mark. Da lacht man heute drüber. Kann man heute drüber lachen. Wenn ich einen Job haben wollte, brauchte ich nur die Zeitung aufzuschlagen, habe mir irgendeinen ausgesucht und ich musste mir nicht mal vorstellen, ich musste mal anrufen. Die 60er Jahre, oder? Das waren die 70er Jahre. 70er waren 70er Jahre. Ich bin in Folge der 60er gekommen, die haben mich hier hergelockt. Ich hatte das Schule dann richtig aufzupassen unter der Bank, die Schriften von Rudi Dutschke und von Teufel und Langhans gelesen, Klaumich und wie die Heftchen alle hießen. Und dann haben wir auch bei uns in der Schule im Münsterland das Teach-In und Sit-In probiert, was uns nicht gut bekommen ist. Deswegen bin ich auch runtergeflogen, so lange demonstriert. Und hier in Berlin war die Studentenbewegung gerade ein Auslaufmodell, aber noch ziemlich aktiv. Und das hat mich eigentlich dann hierher gelockt, da ein bisschen mitzumischen. Ich habe am Anfang in Kommunen gewohnt, bis ich dann nach 2-3 Jahren doch Lust auf eine eigene Wohnung hatte. Okay, warte ganz kurz. Ja. Du, ja genau, 1960 übrigens. Von 1960 waren ja nur unter 1500 Türken hier überhaupt in ganz Deutschland. Das wusste ich schon. Ja. Die ersten Gastarbeiter waren da, wo ich herkomme, Italiener und Portugiesen. Und dann kamen als die Türken nach und nach. Ja, wie nimmst du das so wahr mit der Veränderung der Bevölkerung? Die Bevölkerung hat sich sehr vermischt. Also ich würde also vom Gefühl her sagen, dass mindestens jeder Dritte also keinen deutschen Wurzeln findet. Ja. Würde ich so tippen. Also ich weiß nicht genau die Zahlen, aber das ist das Gefühl. Und in bestimmten Bereichen, wenn man mit dem Deutschland-Ticket durch Deutschland fährt, in den Zügen würde ich sagen, 60-70% Ausländer oder ausländisch Aussehende. Und in den U- und S-Bahnen, wo meine Frau verkehrt, auch mindestens über 50%. Wie ist das? Du setzt mich da mit deinem Gefühl zu dem Thema. Fühlst du dich da wie immer auch sicherheitstechnisch oder hat sich da irgendwas getan bei dir? Für mich hat sich da nicht viel geändert. Ich bin selber viel gereist, von daher kenne ich also die Probleme. Aber trotzdem ist es natürlich manchmal schwierig, wenn man dann lange warten muss, alles voller und enger wird. Ne? Ja. Als ich nach Berlin kam, da war das ein goldener Käfig, wo ich mich gut bewegen konnte. Ich dachte dann, als ich studiert habe, in den 70er Jahren, hatte ich mich ausbreiten, hatte ich 3 Sitzplätze in der U-Bahn für mich und meine Arbeiten da erledigen und heute kann ich froh sein, wenn sie mir aufgrund meines Alters manchmal vielleicht einen Platz anbieten, wenn ich den verstehen kann. Ja. Du sagst es, du bist Rentner. Darf ich dich fragen, wie viel Rente du bekommst? Ganz wenig Rente, weil ich wenig gearbeitet habe. Ich arbeite immer noch neben dieser Richter, arbeite ich immer noch als Sozialarbeiter, mache Nachtbereitschaft für psychisch Kranke, mache etwa 7-8-9 Mal im Monat. Wow. Darüber läuft meine Sozialversicherung und das Geld verdiene ich dann hier auch mit der Rikscha zusammen. Okay. Mit der Rente, die ist bei 260 Euro. Ungefähr. 260 Euro? Ah, okay, krass. Wie viel verdienst du da? Oder wie viel Geld hast du zur Verfügung im Monat? Meine Frau hat eine bessere Rente, also wenn wir das zusammenwerfen geht, und ich verdiene hier auch ein bisschen. Ja, ja. Also von daher, solange ich gesund bin und arbeiten kann, lebe ich gut, aber sobald irgendwas passieren sollte, müsste ich meine schöne Wohnung hier aufgeben und würde wahrscheinlich eine nicht vergleichbare Wohnung für viel mehr Geld wiederfinden müssen. Also zusammen mit der Frau, zusammen im Bund ist es auf jeden Fall machbar, oder? Mit der Frau ist es machbar, da geht es mir noch ganz gut. Ja. Aber sie hat halt ihr Leben lang gearbeitet, sie kommt auch aus dem Osten, sie kommt aus dem Westen. Ja. Ja, ja. Und daher ist das einigermaßen möglich, zusammen zu sein und zu leben.
So alleine von meiner Rente könnte ich leben. Ich habe in meinem Leben niemals irgendwelche Gelder von Ämtern bekommen. Ich habe immer gearbeitet oder Geld erwirtschaftet. Ja, sehr cool. Ja, vorbildlich auf jeden Fall. Abschlussfrage. Wie viele Fahrten hast du am Tag? So ungefähr im Schnitt habe ich mal ausgerechnet. Von Jahr zu Jahr weniger. Zurzeit liege ich bei etwa 3,3 Fahrten pro Tag. Ich merke schon, du nimmst das auch mit jeden Fall. Genau, ja. Vielleicht eine kurze Message an die Bürger, die nach Berlin kommen. Wo können die dich finden? Wie können die dich am besten kontaktieren? Also und was können sie von dir warten? Dann Fahrten machen, also alle möglichen Fahrten, die sie wollen. Ich fahre schon seit fast 30 Jahren Rikscha. Ich habe angefangen zur Reichstagsverhüllung 1995. Die klassischen Touren sind kein Problem. Ich kann auch englischsprachige Fahrten machen, auch spezielle Fahrten zu bestimmten Themen. Ich mache also eine Art Dreimauertour, ausgehendes Mittelalter, die vorletzte Mauer, die alte Stadtmauer, die Ost-West-Mauer natürlich, spezielle Geschichten zur Nazi-Zeit oder Literaturturm. Ich habe Literatur. Geschichte und Literatur, Wissenschaften studiert, da kann ich auch eine Menge machen. Und Touren in Charlottenburg, im Tiergarten kann ich nur empfehlen, da gibt es nicht nur schöne Natur, sondern auch Geschichte und Geschichten zu erzählen. Also im Prinzip kann ich so ziemlich alles bedienen, was Sie machen möchten. Also mein kurzes Feedback, ja, ich war wirklich erstaunt, wie viel versteckte Sachen es noch hier in Berlin gibt, ne, wo man eigentlich so gar nicht drauf achtet. Also ich empfehle es auf jeden Fall mal, hier eine Runde mit dem Kollegen zu heizen und euch da mal die versteckten Dinge aufzeigen zu lassen. Kommt bitte noch ein bisschen kurz ins Bild. Ja. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und auch sehr lustig auf jeden Fall. Ne? Also ihr würdet den einen oder anderen Lacher haben. Dankeschön. Ja, danke. Ganz auch gefreut. Gell? Freut mich auch. Gut. Ja. Danke auch. Kurz zu deinem Look ist das. Wie kommt man zu dem Look? Also ist das einfach ein Style oder? Also ist viel Inspiration definitiv aus Namibia genommen. Namibia. Südafrika. Jawohl. Genau. Da haben die halt so ein bisschen dieses Cowboy und so Cotton Cowboy Stil und so. Also daher kommt das. Ja. Kommt aus Afrika halt. Wirst du hier in Berlin ab und zu angesprochen so auf deinen Style? Außer von mir. Ja, ab und zu schon. Passiert manchmal, ja. Also ich bin auch in der Modeindustrie und so. Also freue ich mich immer. Ja, freue ich mich, wenn jemand das auffällt. Sollen wir so einen Link von dir reinpacken? Oder irgendwas? Ein Instagram könnten wir reinmachen. Pack mal dein Instagram rein. Also. Instagram @sanis_tagebuch. S-A-N-I-S Tagebuch. Tagebuch. Pack mal nochmal in die Beschreibung rein, dann bist du mit dabei. Ja, schaut mal bei dem Kollegen hier vorbei. Danke dir für deine kurze Zeit. Ne? Auch rein. Ciao, ciao. Ja. Wo finden die dich übrigens? Ja? Die finden mich über lianekautz.de. Ja. Wir unterstützen da im Speziellen Frauen, die ein Business machen, die sich digitalisieren wollen, die es durch die Decke schießen lassen wollen, einfach ein profitables Business aufzubauen im Bereich Coaching, Beratung. Ja, alles sowas. Dürfen wir deine Kontaktdaten in die Beschreibung mit reinpacken? Ich würde gerne tun. Dann machen wir das. Schaut mal rein. Genau. Ciao. Ansonsten war ich ja auch noch auf YouTube. Bin ich auch noch zu sehen. Bist auch noch zu sehen. Bist du überall unterwegs, oder? Überall. Dankeschön, ne? Du bist bis zum Ende geblieben des langen Videos. Mein herzliches Dankeschön an dich, wirklich, dass du hier so viel Interesse zeigst und auch Engagement, dass du hier mitkommentierst und das Ganze auch unterstützt. Ja, also mich freut es wirklich, dass hier jeder einzelne von euch hier mit am Start ist, so lange. Und ja, dass den Weg hier irgendwie gemeinsam, dass wir den bestreiten. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.